Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um den neuen Unvereinbarkeitsbeschluss der Werteunion gegenüber der AfD und die Folgen. Man kann es sich nicht schönreden. Mit diesem Entschluss, diesem neueren Abgrenzungsbekenntnis gegenüber der AfD, wird der AfD ein schwerer Schlag zugefügt. Warum? CDU-Wähler, die kein YouTube benutzen, die werden in dem Vorurteil bestätigt. Die AfDler seien Nazis. Das heißt, die Werteunion macht sich zum Kronzeugen von Merkel und von den ganzen Leuten, die ständig die Behauptung aufstellen, die AfD sei eine Nazi-Partei, oder man kann es auch noch drastischer ausdrücken, die AfD ist Ungeziefer, es sind keine Menschen. Die Werteunion macht sich zum Kronzeugen der Entmenschlichung der AfD. Warum machen sie das? Sie sind feige und sie machen es sich einfach. Es ist für sie einfach, sie wollen ihre Position, sie wollen ja keine verrückte Welt. Im Gegensatz zu den anderen, sie wollen nicht den Systemumsturz. Sie wollen, die kritisieren den Islam, sie wollen eigentlich eine vernünftige Politik. Aber sie wollen nicht nass werden. Sie wollen die Harmonie, wollen es gut haben, wollen sich mit den anderen gut auskommen. Und da interessieren sie sich dann auch nicht näher, ob die AfD da tatsächlich Nazis sind, ob das wirklich stimmt. Sie richten sich es in der Welt ein, in der die AfDler Nazis sind, weil es für sie eine angenehme Welt ist. Es ist wie bei einer Erpressung. Sie bezahlen das Lösegeld und haben dafür ihre Ruhe. Aber das nutzt ihnen gar nichts. Die Erpresser, die können jederzeit den Schalter umlegen und können sie wieder fertig machen, wenn sie nicht so spuren, wie sie wollen. Bei Maaßen zeigt sich das ganz eindeutig, wie sie umspringen, wenn Maaßen sich so verhält, wie es den Medien, den Linken, den Systemumsturzlern, wie es ihnen nicht gefällt, wenn sie die unangenehmen Dinge ansprechen. Sie sind dann sofort unerwünscht, AfD-Höflinge. Und sie bei der Werteunion haben es nicht verstanden, dass jedes Mal, dass es ihnen nicht gelingt, sie werden ihre Positionen nicht durchbringen. Sofort, wenn sie wieder kritisch werden, dann werden sie wieder ausgegrenzt. Und es wird ihnen nicht anders ergehen als die AfD. Sie denken, die AfD, die lassen wir mal beiseite und wir machen dann unsere vernünftige Politik und es wird dann alles gut. Wie naiv kann man sein? Und das ist das, was mich so ärgert. Das könnten sie jetzt seit 10 Jahren beobachten, wie unfair das schon damals bei Lucke war, mit dem Euro, wie mit Lucke umgesprungen wird, wie man davor die Augen verschließen kann, wie die AfD da den Kopf hingehalten haben und wie sie vielleicht noch Wege freigekämpft haben, die sie jetzt nutzen können, wo sie jetzt vergleichsweise gut argumentieren können. Die Liste ist lang. Der Migrationspakt. 2015 die Einwanderung. Immer hat die AfD es angesprochen und hat dafür Prügel bezogen. Und aus dem Windschatten konnte dann die Werteunion leichter. Wie soll die AfD mit der Werteunion in Zukunft umgehen? Dieser Unvereinbarkeitsbeschluss, diese neue, diese Abgrenzung zur AfD, das ist eine Entmenschlichung. Sie machen sich zum Kronzeugen, das ist ein Schlag gegen die AfD, der empfindlich trifft. Und da spielt es dann keine Rolle, dass sie vielleicht keinen Systemumsturz wollen. Sie bewirken ihn mit. Und die AfD probiert bis jetzt ja immer, gegenüber diesen Leuten nett zu sein, sie bürgerlich zu nennen von bürgerlichen Kräften. Aber meiner Meinung nach, die AfD muss auch diese Leute massiv angreifen, weil es Feiglinge sind und muss sie auch so nennen. Und darf sie nicht schonen. Sie müssen zu spüren bekommen, dass sie Verräter sind. Weil sie sind Verräter. Weil sie der AfD massiv schaden, indem sie diesen Nazi-Frame bestätigen. Und das ist ein riesiger Dienst. Das ist viel mächtiger, wenn die Werteunion das sagt, als wenn es irgendwelche Linken sagen. Dadurch machen sie sich zu einem besonders mächtigen Schwert der Linken, oder wie man sie nennen soll. Es ist ein ganz schwerer Verrat an Leuten, die die gleiche Position vertreten wie sie.
nur damit sie gut wegkommen. Es ist auch für die Glaubwürdigkeit wichtig, dass sich die AfD von diesen Leuten abgrenzt. Dass sie zeigt, dass sie Stolz hat, dass sie sich nicht verraten lässt. Und dass Leute, die sie beschimpfen, dass sie denen nicht hinterherkriechen, weil sie vielleicht nicht ganz so schlimm sind wie die anderen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.